Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist ganz früh am Morgen, deswegen ist es hier auch noch so ein bisschen schummrig drin. Es ist nämlich so kurz nach 5 und ich fahre heute mal eben so die 900 Kilometer nach München und zwar mit diesem Auto. Und was es ist, könnt ihr vielleicht erkennen, es ist ein Genesis GV70, also der große SUV, quasi der große Bruder vom GV60. Und der 70er ist ja im Prinzip eine Mischplattform. Also es gibt ihn sowohl als Verbrenner, das hier ist aber eben die Elektro-Variante. Und wir haben einen 77,4 Kilowattstunden großen Akku und aktuell wird mir bei 100% 314 Kilometer Reichweite angezeigt. Wie gesagt, ich muss heute 900 Kilometer, ich muss so gegen 16, spätestens 17 Uhr in München sein. Und ich fahre nicht durch, sondern ich fahre noch über Hilden. Da nehme ich nämlich noch einen Passagier mit. Wer das ist, erfahrt ihr natürlich im Laufe des Videos. Weil wir fahren nämlich heute zur ED1000, die morgen stattfindet. Wir fahren also knapp 1000 Kilometer, um morgen zu beweisen, dass man mit einem Elektroauto auch 1000 Kilometer an einem Tag fahren kann. Und am Montag fahre ich dann 1000 Kilometer wieder zurück. Völlig verrückt. Aber alles für die Elektromobilität natürlich. Und das wird ein super spannendes Video mit dem GV70 auf der Langstrecke. Ich bin mega gespannt, wie er sich schlägt. Also unbedingt dranbleiben. Ja, der GV70, der hat einen 77,4 Kilowattstunden großen Akku, im Prinzip den gleichen wie der GV60. Der Wagen hier ist aber deutlich größer und verbraucht auch mehr. Er soll jetzt hier mit 100% rund 314 Kilometer kommen. Es sind auch knapp 300 Kilometer bis Hilden, also eigentlich sind es so 305 etwa. Zumindest bin ich ja die Strecke schon öfter gefahren mit anderen Autos und da war es immer so 305 laut Tacho. Ja, wird also ziemlich knapp, ob wir ohne Laden da hinkommen. Ja, natürlich möchte ich da erstmal frühstücken und da will ich dann natürlich laden und nicht vorher irgendwie rausfahren müssen. Das wäre ja wohl das Mindeste, dass er die 300 Kilometer auf der Autobahn kommt. Ja, das werden wir heute feststellen. Ich weiß nicht, wie schnell ich da fahren kann, um das zu erreichen. Ich versuche es erstmal mit 130. Ja, mal gucken, was für einen Verbrauch er mir dann anzeigt. Ich fahre den Wagen heute jetzt tatsächlich das erste Mal. Habe ihn im Prinzip gestern bekommen und konnte mich jetzt auch noch nicht so richtig viel damit beschäftigen. Das heißt, es ist für mich hier quasi so Jungfernfahrt. Habe mich natürlich hier mit den Menüs auseinandergesetzt, alles wunderbar. Aber so richtig kennen tue ich den Wagen halt noch nicht. Und das wird dann ganz spannend auf einer Langstrecke. Also Leute, ich muss sagen, ich bin auch schon mal schlechter gereist hier. Der GV70, das ist ja ein luxuriöses Auto, also auch das Interieur. Das ist natürlich die Top-Ausstattung hier mit dem schwarzen Nappa-Leder. Also Hammer, das sieht hier so geil aus hier drin. So eine Mischung aus modern und retro. Also so viele digitale Bereiche, auch die ganze Klimatisierung mit diesem Oval. Das ist quasi auch noch so ein Touch-Display drin. Super gut zu bedienen. Und wir haben hier so ein Rundinstrumente, Cockpit, natürlich auch voll digital, was man auch so dreidimensional einstellen kann. Dann hat es so eine Tiefe und es, ja, es ändert sozusagen sich dann so ein bisschen mit dem Blickwinkel. Also das ist schon richtig geil gemacht, muss ich sagen. Auch die Verarbeitung hier, das sind im Prinzip alles so Leder oder lederartige Materialien mit so Holzoptik noch. Und dann so gebürstetes Alu oder was das sein soll, auch wenn es Kunststoff ist. Aber das sieht alles richtig schick aus. Auch das große Zentraldisplay hier, also wo die Navigation drin läuft und die ganzen Einstellungen, Medienzentrale und so weiter und so fort. Richtig knackscharf, super Auflösung und es bedient sich auch noch schnell. Ja, und seit dem letzten Software-Update, das war glaube ich so Ende Mai, Anfang Juni, seitdem können die Genesis-Autos sogar automatisch eine Ladeplanung in der Navigation. Das habe ich momentan jetzt noch nicht ausprobiert. Ich komme ja auch so durch bis Hilden, muss also noch nicht planen. Von daher wird es spannend auf der Strecke, wenn ich dann von Hilden nach München navigiere, ob das alles so reibungslos funktioniert und welche Station er mir vorschlägt. Ja, und bei der Top-Ausstattung hat dieser Wagen natürlich sämtliche Assistenzsysteme. Unter anderem auch einen automatischen Spurwechselassistent. Jedenfalls natürlich adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, also quasi Autopilot in Anführungsstrichen.
funktioniert alles echt extrem reibungslos. Gefällt mir super. Auch der Fahrkomfort hier in dem Auto ist alles extrem auf Komfort ausgelegt. Man könnte auch sagen, er ist ein bisschen weich gefedert. Also man schwingt hier im Prinzip so ein bisschen nach, wenn man über irgendwelche Bodenwellen fährt. Also es ist so ein bisschen das Sänftengefühl. Und jetzt bei 130, da ist das extrem leise hier in dem Auto. Also wahnsinnig gut gedämmt, auch Rollgeräusche ganz wenig. Er hat ja die 20 Zöller drauf, ist leider nicht so gut für den Verbrauch. Aber man kann sagen, ey, so gut wie nichts zu hören von irgendwelchen Windgeräuschen oder so, auch obwohl die Außenspiegel ja extrem riesig sind. Aber nö. Ja, man muss ja das Auto erst ein bisschen kennenlernen, wenn man das erste Mal damit fährt. Also ich habe jetzt die Geschwindigkeit auf 140 erhöht, weil doch die Restreichweite sich ganz positiv entwickelt hat. Allerdings, wir sind jetzt knapp 80 Kilometer unterwegs, ist der Verbrauch im Moment bei 25,2 Kilowattstunden. Das ist leider nicht ganz wenig, aber der Wagen ist natürlich auch riesig, muss man auch zugeben. Und 140 ist ja auch eine gewisse Geschwindigkeit, da ist der Luftwiderstand natürlich viel höher. Aber ich kann schon mal sagen, dass dieser Wagen hier extrem Spaß macht zu fahren, vor allem auch die Assistenzsysteme. Also das läuft einfach alles wie geschmiert, unkompliziert und unaufgeregt. Also auch der Tempomat, also wenn man hier Geschwindigkeitsbegrenzung hat, Baustelle zum Beispiel, dann senkt er einfach automatisch die Geschwindigkeit und beachtet die Schilder. Man kann auch sogar hier einstellen, dass man eventuell 5 bis 10 Kilometer über die Geschwindigkeitsbegrenzung gehen darf mit dem Tempomat. Das kann man hier alles einstellen und da hält er sich auch dran und es funktioniert einfach. Auch dieser ganze Spurhalteassistent und Spurwechselassistent, also bis jetzt auf 80 Kilometer null Probleme, sämtliche Situationen souverän gemeistert. Muss schon sagen, das ist somit das Beste, was ich bis jetzt gefahren bin. So, wir sind jetzt 190 Kilometer unterwegs, Durchschnitt 24,4 übrigens. Aber ich habe noch 121 Kilometer Rest. Ich muss aber noch 117 Kilometer fahren bis zum Seat and Greet nach Hilden. Das heißt, es ist ein bisschen knapper geworden. Der Puffer ist doch arg geschmolzen, weil ich wohl zu schnell war. Aber es ist immer noch Puffer da, also die Restreichweite reicht aus. Also ich bin gespannt. Auf jeden Fall wird es jetzt doch deutlich knapper. So, wir haben es noch 50 Kilometer und noch 65 Kilometer Restreichweite, hat sich also wieder ein bisschen entspannt, bin auch ein bisschen langsamer gefahren hier und wir haben noch 20% im Akku, also über sollte eigentlich gar kein Problem sein. Und so langsam freue ich mich schon auf mein kleines Frühstück, was ich dann nehmen werde. Ja, ich werde den Wagen da wahrscheinlich wieder auf 100% vollladen, trinke dann Kaffee, esse dann Brötchen, das dauert wahrscheinlich so eine halbe Stunde und dann ist der Wagen mit Sicherheit wieder bei 100%. Der GV70, der lädt ja bis zu 240 kW, allerdings an 800 Volt Ladesäulen. Und in Hilden ist ja Fastnet. Mal sehen, was ich da für eine Ladeleistung kriege. Ja, was haben wir sonst noch? Verbrauch im Moment 23,6, ist also deutlich runtergegangen, weil ich teilweise nur 110 gefahren bin wegen Baustelle oder 80. Gab hier einige Baustellen bei Recklinghausen natürlich. Und da verringert sich natürlich der Verbrauch und die Reichweite steigt wieder. So, nach 305 Kilometer sind wir da. 3 Stunden 11 haben wir gebraucht. 22,7 Kilowattstunden ist jetzt der Durchschnittsverbrauch, was gar nicht mal so schlecht ist. Liegt aber auch an der langsamen Fahrweise für die letzten 100 Kilometer. Wir haben jetzt noch 7% im Akku, was tatsächlich noch sehr üppig ist. 22 Kilometer Rest, also richtig locker am Ende. Und jetzt stecken wir uns erstmal an bei Fastnet und dann Kaffee und Brötchen. Boah, freue ich mich drauf. Ja,
Genau, und ihr habt euch sicher gefragt, wen hole ich hier beim Seat & Greet ab? Ja, es ist der Nino vom Kanal Strombock. Hi Nino, grüß dich. Genau. Ja, hallo, du fährst mit mir die ED1000. Ja, und ich bin sehr gespannt, coolen Auto, wie das so läuft. Lass uns mal zum Auto drehen, da seht ihr nochmal das Auto. Also Nino hat sich bereit erklärt, bei mir mitzufahren bei der ED1000. Letztes Jahr war es ja Tarek kann dies ja nicht, deswegen habe ich den Nino gefragt. Ja, sonst findet er den Weg nicht. Aber jedenfalls, wir starten gleich durch, der Wagen ist schon wieder voll. Und wenn wir losfahren, dann erzähle ich euch ein bisschen, was wieder hier geladen hat. Also wie die Sau, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also ich bin mega gespannt. Wir fahren jetzt ja noch 600 Kilometer bis München. Wird ungefähr noch sechs Stunden dauern. Ah, mein Gott. Also wir sollten 16 Uhr da sein. Also musst du jetzt Gas geben. Wir machen jetzt Miles and More. Ja, und du fährst. So, wir sind wieder auf der Autobahn. Nino fuchst sich jetzt hier so ein bisschen in das Auto ein. Ich wollte euch noch kurz erzählen, wie er geladen hat. Also wir haben hier mit 7% angesteckt in Hilden und er war in 20 Minuten auf 80, also 81 um genau zu sein, in 20 Minuten von 7 auf 81. Hammer. Dann hat er sich kurz erholt, ist irgendwie auf 8 kW runtergegangen. Das hat ungefähr so 2 Minuten gedauert und dann ging er wieder hoch auch auf 58. Das hat er bis knapp 90% gehalten. Und insgesamt waren wir, glaube ich, ich habe jetzt nicht auf die Zeit geguckt, 30 Minuten oder 31 Minuten da oder angesteckt und haben auf 95% hochgeladen. Wir sind dann nicht bis 100 gegangen, weil er dann bei 37 kW war. Das war dann die letzten 5 Minuten, wollte ich dann nicht noch mitnehmen. Und jetzt haben wir wieder knapp 300 Kilometer Reichweite auf der Uhr und nächste Etappe. Steht hier gar nicht, obwohl wir jetzt hier die Ladeplanung aktiviert haben vom Navi. Also er hat auf jeden Fall gesagt, dass er Ladestationen für die Route hinzuaddiert. Ah, da sind auch welche. 2 Stück hat er, genau. Da seht ihr die. Diese blauen Fähnchen, das sind die Ladestationen, die er hinzugefügt hat. Es funktioniert eigentlich reibungslos, also reagiert schnell. Die Software ist sehr zügig. Also ich will mal sagen, diese Schwuppdizität. Kennt ihr das Wort? Schwuppdizität? Kennst du das? Nee, das kenne ich nicht. Das hat mal die CT erfunden. Ich glaube, Ende der 90er. Für die gefühlte Geschwindigkeit von PCs. Also wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie einen neuen Prozessor haben, ne? Oder Benchmark. Und wie die Schwuppdizität ist. Also wie fühlt sich das denn an? Fühlt sich das wirklich schnell an? Oder ist es nur auf dem Papier schnell? Und hier, finde ich, ist es wirklich schnell. Das ist alles sehr flüssig hier. Siehst du, auch die Animation ist schön. Du hast da deine Menüs, die bauen sich schnell auf. Und die Karte ist einigermaßen schnell da. Das Zoomen in der Karte von Hand ist jetzt nicht so wahnsinnig Echtzeit. Aber dafür hast du ja hier dein Shuttle. Ne? Und das ist im Prinzip so, wie man das als Autofahrer auch gewohnt ist. Ja, jetzt haben wir noch 570 Kilometer vor uns bis München. Wir werden wahrscheinlich 2-mal laden. Bis dahin und beim nächsten Ladestopp, dann melden wir uns wieder. Irgendein Ionity-Lader, in welcher Entfernung auch immer. Wir werden es erleben. Keine Ahnung, wie viel Restreichweite wir da noch haben. Aber es wird auf jeden Fall mehr sein als null. Hoffe ich zumindest. Ja Leute, wir sind jetzt, wie heißt das hier, Weißkirch, Raststätte. Und es ist leider Gottes so, dass wir hier 1, 2, 3, 4 Ionities haben. Und vorhin hat das Navi ja noch angezeigt, 2 sind frei. Aber jetzt sind leider alle besetzt. Das heißt, wir warten hier. So wie es aussieht, sind wir aber immerhin die Einzigen, die warten. Aber wir haben halt noch irgendwie Zeit vor uns, wo ich nicht weiß, wie lange es dauert. Ich hoffe, das geht jetzt schnell. Der Triple Charger ist auch belegt, der Nicht-Ionity. Genau, alles ist belegt hier. Das Gute ist ja, dass man bei Ionity immer sieht, wie hoch die Prozente sind. Und so 64, 68, 54 und 52% bei den Autos. Das heißt, keines ist voll. Also bei allen dauert es noch ein paar Minuten. Aber ich hoffe, so 10 Minuten, Viertelstunde, dann müssen wir aber drankommen. Aber natürlich wieder Zeit verloren. Ne? Wir brauchen mehr Ladesäulen, Ionity. Ihr müsst hier ausbauen. Also überall da, wo 4 sind, das reicht nicht mehr. Ja, das silberne Model Y hat schnell abgeklemmt. Alle anderen laden halt hier weiter. Ja, sowieso. Jetzt schließen wir uns hier an und dann haben wir so ungefähr 20 Minuten Zeit. Ja,
Ja, wir waren einmal auf Klo. Nino hat sich noch was zum Essen gekauft und ein Käffchen. Ich esse dann was beim nächsten Ladestopp. Das wird dann unser letzter. Wir fahren jetzt weiter. 260 Kilometer zum ENBW Ladepark. Das ist dann weit hinter Nürnberg, kurz vor München. Da laden wir dann nochmal. Und habe ich mir jetzt von Hand rausgesucht hier aus dem Navi, weil die Ladeplanung so war, wollte an Allego laden, auch schon nach 180 Kilometer und das war mir dann zu früh. Und wir haben jetzt, wie gesagt, wie lange haben wir gestanden? 20 Minuten. Ich gucke gleich mal aufs Display. Und jetzt haben wir 90% bei 59 kW. Ich klemme jetzt ab und dann geht's weiter. Ja, 19 Minuten haben wir gestanden, also 19 Minuten geladen. Ich finde, das ist auch ein guter Schnitt. Nino, wir haben 19 Minuten geladen. Wow. Das ist kurz, ne? Das ist kurz, ja. Von 28 auf 90. Also, das ist gut. Das ist richtig geil, ne? Ja, das ist mega. So, jetzt geht's weiter. Jens, wir haben jetzt einen Ladestopp gehabt, der fast schon stressig war, fand ich. Wir waren auf Toilette, ich hatte mir noch einen Kaffee geholt und vor mir waren leider drei Leute. Und als ich zu dir zum Auto kam, hast du gesagt, hey, wir haben schon, weiß nicht, 87%, wir müssen weiter. Ja, 20 Minuten Pause, das ist auch eigentlich auch gar kein Thema mehr, ne? Aber die Anzahl, jetzt fahren wir dreimal raus und dann gibt es dann die Sprüche, ja, aber wenn ich nach München fahre, fahre ich keinmal raus. Ja. Maximal einmal. Ich glaube, was viele normale, also Verbrennerfahrer, normale Autofahrer unterschätzen, ist auch, wie schnell, also jeder muss ja mal auf die Toilette, wie viel Zeit schnell weg ist. Also die Leute denken ja immer, das sind ja nur 2 Minuten, aber es sind nicht nur 2 Minuten, das sind schnell 10 Minuten. Aber was ich sagen wollte ist, es geht gar nicht mehr um die Zeit, die du beim Laden brauchst, weil das ist wirklich schnell. Es geht einfach nur um das grundsätzliche Ding, du musst einfach öfter anhalten als mit dem Verbrenner. Nicht, weil deine Blase es will, sondern weil du musst, weil der Akku sonst leer ist. Und dieses, ich muss öfter anhalten, also sagen wir mal jetzt dreimal anhalten statt einmal anhalten oder im Extremfall die 1000 Kilometer Durchfahrer keinmal anhalten. Ja. So, dieses Anhalten müssen, das ist in den Köpfen der Leute plötzlich das Ding, was das Gegenargument gegen Elektromobilität ist. Es ist gar nicht mehr die Ladezeit, weil das haben wir ja nun in tausenden von Videos bewiesen, dass 20 Minuten Laden so schnell vorbeigehen, das merkst du gar nicht. Ja, das war das eine Thema. Also irgendein Gegenargument gegen Elektromobilität muss es ja nach wie vor geben, sonst müsste man sich ja eins kaufen. Ja. Also dann ist es jetzt halt nicht die Ladezeit, sondern es ist die Anzahl der Stopps. Da haben wir ja Schwein, dass einer noch frei ist. Ich hatte mit dem Ladepark gerechnet. CCS 2 ist rot. Na toll. Ja, toll. Der Mini, der lädt jetzt nicht besonders fixer, ne? Ja, und wieder haben wir die Arschkarte gezogen. Ich dachte eigentlich, dass hier ein paar mehr ENBW-Säulen stehen, weil in der Regel ist es ja so, dass da mehr als eine steht. Aber ich habe bald nicht aufs Navi geguckt, beziehungsweise mir die Details von diesem Ladepunkt hier angeschaut. So ist es wieder nur eine Säule und ein Slot ist auch noch kaputt. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis der Kollege mit dem Mini hier wegfährt. Aber er sagte gerade nur 3 Minuten, dann ist er weg. Also von daher, 3 Minuten haben wir noch. Dann haben wir 300 kW, das heißt, ja, mal sehen, wie viel er zieht, über 200 mit Sicherheit. Ich muss zoomen auf Toilette. Wir sind jetzt über 3 Stunden gefahren, weil wir ganz beschissenen Stau hatten. Also die ganze Zeit eigentlich nur Stau und Baustelle. Und das hat sich echt gezogen, voll zum Kotzen. Ja, muss ein bisschen Gas geben, damit wir um 16 Uhr in München sind. Schaffen wir, glaube ich. So, wir haben wieder nur ein paar Minuten gestanden. Wie viel waren es jetzt? Hast du auf die Uhr geguckt, Nino? Nee, leider nicht. Ja, also es war vielleicht 18 Minuten und wir sind bei 83%. Haben viel zu viel geladen. Wir haben jetzt 270 Kilometer Reichweite, müssen aber nur noch 106. Weil wir uns verquatscht haben. Es ist wie immer. Da wirst du angesprochen, was das denn für ein tolles Auto ist. Gleich von 2 verschiedenen E-Autofahrern. Und dann kommst du ins Quatschen und vergisst die Zeit. Naja. Jetzt haben wir es gleich kurz vor 3, das heißt in einer Stunde schaffen wir es bis nach München. Yes, wenn kein Stau ist.
Wir haben jetzt schon 783 Kilometer gefahren heute in 8 Stunden Fahrzeit und einen Durchschnittsverbrauch insgesamt auf der Strecke von 22,6. Wir hatten aber auch echt viel Stau und konnten dann nicht oft so schnell fahren. War ein bisschen doof. Gut, jetzt hoffe ich, dass die Straße frei ist. Letzte Etappe und laden müssen wir auch nicht mehr. Das heißt, ganz entspannt nach München. Wie fandst du die beiden, die da gefragt haben? Was passiert dir das auch oft, dass du angequatscht wirst? Ja, absolut. Mega oft. Ich fand jetzt lustig, das waren ja Volkswagen-Mitarbeiter, die die Marke nicht wirklich kannten. Also ich hatte den einen, sie kannten wirklich die Genesis, die Marke nicht. Aber die BMW-Fahrer mit dem i3, iX3, die kannten die Marke auch nicht. Ja, also Genesis scheint sehr unbekannt zu sein. Sind da ja relativ frisch in Europa, ne? Gibt es auch nicht so lange. Ja. Die VW-Mitarbeiter, die beiden, fand ich auch lustig, dass sie fährt ein VWE ab, aber wusste auch überhaupt nicht Bescheid, wie man denn außer Haus lädt sozusagen. Ja, auch er hatte gemacht, nicht so, ja, wo sieht man denn, er meinte dann auch so, wo sieht man denn, wie viel das kostet? Ja, nirgends. Ja. Also es ist schon seltsam, dass selbst Mitarbeiter in der Autoindustrie, die sogar selber elektrisch fahren, sich eigentlich nicht so wirklich auskennen. Das fand ich sehr bemerkenswert gerade, sehr lustig. Interessant war auch das Pärchen mit dem BMW iX3. Das war auch die Vollausstattung, die sie hatten. Kostete 73.000, hat er gesagt. Und der Wagen, in dem wir hier sitzen, kostet ja 84.000. Und er war doch ziemlich geplättet, wie gut dieser Wagen aussieht, von innen und auch von außen. Und er meinte, er würde ihn voll an Bentley erinnern. Das finde ich auch, so ein bisschen von außen. Haben sie so Anleihen bei Bentley genommen. Auch das Logo, das ist das Genesis-Emblem, dieser Adler quasi, was das so sein soll. Ist ja so ein bisschen Bentley, so ein bisschen englisch. Also echt stylisch und vielen, vielen Leuten gefällt das. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin sehr beeindruckt von der haptischen Qualität und der Anmutung, optisch auch. Und die Ausstattung, muss man ja sagen, ist wirklich hochwertig. Wenn ich mir diese ganzen kleinen Zierleisten aus Aluminium ansehe, das ist alles schon filigran und schicki. Ja Leute, wir hatten Spaß auf der Fahrt. Wir sind angekommen in der Motorworld hier in München. Jetzt checken wir kurz ins Hotel ein und dann geht's ans Briefing für die ED1000. Wir sind insgesamt gefahren 886 Kilometer. Ich weiß gar nicht, wieso das so wenig sind. Das müssten eigentlich 900 sein. So richtig kapiere ich es nicht. Wir haben geschummelt. Abkürzungen gefunden. Wir haben Abkürzungen. Keine Ahnung. Und wir sind 9 Stunden 15 unterwegs gewesen. Haben einen Durchschnittsverbrauch von 22,7 Kilowattstunden. Habt ihr gesehen, wir haben dreimal geladen, zweimal davon ein paar Probleme gehabt mit hinten anstellen und so und defekten Ladesäulen. Aber ging ja alles, war jetzt nicht das große Problem. Wir hätten sicherlich noch eine Viertelstunde an Zeit gespart, aber es gab halt jede Menge Verkehr, Stau, langsam fahren und so. So dass der Verbrauch im Prinzip ganz in Ordnung geht, aber dafür, dass wir naja, fast 28 Grad draußen haben, aber für die Größe des Autos eigentlich noch völlig okay. Ja, so viel erstmal dazu. Morgen gibt es die ED1000 und ihr habt jetzt ja viel vom Genesis GV70 gesehen. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt vom Auto haltet. Ich habe euch jetzt nicht ganz so viel über das Auto erzählen können, weil ich ihn eben auch gerade erst bekommen habe. Habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt, aber ich habe ihn ja noch 2 Wochen. Mache da mit Sicherheit nochmal ein ausführliches Video, wo ich euch den Wagen nochmal von vorne bis hinten vorstelle und auch die Spezifikation nochmal sage, wenn euch das interessiert. Und dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bis jetzt von diesem Auto haltet, ob das was für euch ist, ob ihr euch das vorstellen könnt als koreanische Luxusmarke. Ja, bin ich gespannt, was ihr davon haltet und natürlich nicht vergessen, mir einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr Ninos Kanal Strombock noch nicht abonniert habt, dann wäre es doch schön, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ja, ich verlinke den hier unten. Nee, keine Werbung bitte. Ich verlinke den hier unten in der Videobeschreibung. Danke. Und bitte.
Wo bleiben die 20 Euro? Wir haben gesagt, wir machen das später. Achso, Entschuldigung. Gut, dann bis zum nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und nicht vergessen. Wobei, wenn ihr das Video seht, ist der Livestream morgen schon gelaufen. Das Video kommt erst nächste Woche raus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör.